Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Freitag, der 26. April und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute gratuliere ich wieder mal jemanden zum Geburtstag und kläre auf, was Commerzbank, Deutsche Bank, VIG und Palfinger gemeinsam haben. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Hey! And me. Here's Market and Me. Podcasting for equity. West Lomity. Hey! Zeitgeist, ja. Ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im April. Dies präsentiert von Wienerberger. 3574,39 Punkte. Ein Plus von 0,34% an diesem Freitag. Gewinner-Verlierer blicke ich wieder auf das 39 Titel umfassende Private Investor Relations Universe und da ist die S immer vorne mit plus 2,3%, dann die Wienerberger 1,5% und die Do & Co. mit plus 1,4%. Beim Geldumsatz ist es so, dass die Immofinanz und die Wienerberger mit beide ca. 5,5 Millionen Euro jetzt um 12.47 Uhr ebenfalls vorne liegen. Die Vienna Insurance Group ist unverändert und Palfinger leicht im Plus. Ja, das sind die beiden besten Titel aus bisher 16 Aktienturnieren und da geht's dann schön weiter, die Geschichte jetzt. 17. Aktienturnier konnte man bis jetzt nicht spielen, ein Sponsor wird gesucht. Die Turnierserie neigt sich dem Ende zu. Beide Unternehmen haben zweimal gewonnen, aber darum geht's jetzt hier nicht, denn es geht um Traders Place Tournament, ein Turnier, das ich für den Live-Blick im deutschen Börsenradio, der seit Jahresbeginn täglich formuliert wird, mache. Und da gab es zunächst 55 Aktien, 15 aus Österreich und 40 aus Deutschland, wo jeden Tag der performance-schwächste Titel ausgeschieden ist. Jetzt sind noch 4 Aktien im Rennen, die Commerzbank und die Deutsche Bank aus Deutschland und erneut VIG und Palfinger aus Österreich. Das muss man sich mal von der Wahrscheinlichkeit her geben natürlich, dass man bei diesen Tournaments damit immer durchkommt. Und ja, wenn ich dann singe, I go crazy, dann ist das so viel wie Ivernarisch. Das Turnier hat noch eine Facette, weil der jeweils Performance-Beste vom Vortag hat eine Wildcard aus dem Tennis Speech und kann nicht ausscheiden. Und das ist die Deutsche Bank, die hat gestern 8% plus gemacht. Und jetzt ist die Commerzbank heute zu Mittag auch um 1,5% plus. Also es könnte einen der beiden Österreicher erwischen. Nächste Woche sind dann noch am Montag 3 Titel im Rennen. Die Deutsche Bank, wie gesagt, fix. Am Dienstag noch 2 und dann wissen wir am Dienstagabend, am 30.04., am Ultimo des Monats, wer das Traders Place Tournament gewonnen hat. Palfinger ist ja auf der Invest in Stuttgart und das fällt auch zusammen heute mit der Lieferung des Zahlenmaterials. Im ersten Quartal hat es einen leichten Rückgang beim Umsatz und ein höheres Ergebnis gegeben. Der Markt war darauf vorbereitet, auch auf die Guidance und man erwartet ja Gewinnrückgänge für heuer, wird aber immer noch ein schönes Ergebnis rauskommen und der Markt begleitet das jetzt momentan mit einem kleinen Plus. Polytech hat 2023 Umsätze in Höhe von 636 Millionen Euro generieren können, 5,8% mehr. Das EBITDA ist aber auf 26,6 nach 33,2 Millionen Euro im Vorjahr gefallen. Und das EBIT ist ins Minus gedreht. Man schlägt stringenterweise der HV vor, keine Dividende auszuschütten. Und ja, es hat an mehreren Fronten erhebliche negative Einflüsse gegeben, sagt das Unternehmen. Aber für das laufende Jahr geht man aus heutiger Sicht von einem Umsatz in der Größenordnung 660 bis 710 Millionen, aber wieder einer EBIT-Marge von 2-3%, also positiv aus. Die Aktie ist heute relativ unverändert. Gut, dann haben wir noch Geschichte. Da gibt es mal den Flughafen Wien. Der feiert jetzt nicht 70 Jahre an der Börse, aber 70 Jahre Wien schwächert. Und der Gang an die Börse im Jahr 1992 wird als Meilenstein dargestellt. Und Flughafen ist natürlich auch top unterwegs an der Börse. Weiters Geschichte gratuliere ich zum Geburtstag dem lieben Mike Lilacher. Er hat heute so einen halbrunden Geburtstag und lustig ist ja auch, dass am 26.04.2001, also ebenfalls an seinem Geburtstag, die Blue Bull, seine Internet
Börseschmiede da an die Börse in Wien gegangen ist. Das hat er natürlich bewusst an seinem Geburtstag damals gemacht. Emissionserlös waren immerhin 3,8 Millionen Euro. Und dann haben wir noch die Österreichische Post, die stellt in Salzburg nun CO2-frei zu. Und was wir auch noch haben, ist Research. Raiffeisen Research hat sich die AMAG angesehen, halten, und das Kursziel geht von 32,5 auf 27,5 Euro retour. In den Shownotes verlinken werde ich die Börse People Folge mit dem Geburtstagskind Mike Lilacher. Er war mein zweiter Gast überhaupt oder mein dritter. Das war damals gleichzeitig mit seiner Tochter Larissa Krawitz. Und weiters werde ich verlinken Finance Friday aus dem Finanzministerium über die Bundesschätze. Ich stehe da drauf. Einziger Schönheitsfehler ist, dass man ein eigenes Konto wieder öffnen muss und es noch nicht über die Broker geht. Aber da werde ich ein bisschen nachrecherchieren. Tschüss und Baba, ein wunderbares Wochenende.